liebe Kuseler, das Leben normalisiert sich zusehends. Ich stehe jetzt hier in der Nähe des sogenannten Bratwurstplatzes. Das ist wiederbelebt worden, auch eine Hilfe in Zeiten von Corona, dass man hier Produkte kaufen kann, und ich sehe, es wird gut angenommen. Das ist gut so. Gleichwohl mein Appell: bleiben Sie vorsichtig, viele sind vernünftig. Corona, das ist keine Erfindung von bösen Mächten, sondern das ist ein Virus, den man ernst nehmen muss, und deshalb gilt es in Läden: hier nehmen Sie Ihr schützendes Teil für Mund und Nase. Und ich weiß ja, dass in Kusel auch Partys gefeiert werden von Jugendlichen. Seid da ein Stück zurückhaltend, so schwer es vielleicht fällt, damit nicht eine sogenannte zweite Welle des Virus kommt. Zur Stadtpolitik. Ich werde oft angesprochen, dass die Industriestraße in schlechtem Zustand ist. Das stimmt. Wir machen mit dem Bauhof dort jetzt Teerarbeiten, und ganz vorne, wo der Lidl ist, da wird großflächiger ausgebessert. Das macht eine Fremdfirma, wird in den nächsten Tagen losgehen, sodass wir da wieder vernünftige Verhältnisse haben. Im Übrigen wird im Stadtgebiet auch entsprechend das gemacht. Eine weitere positive Nachricht ist, dass es hier im ehemaligen Rosengarten mit dem Neubau der Lebenshilfe losgeht. Da wird Anfang Juni die Abrissmaßnahme starten. Also gute Zeiten, dass wir in Kusel wieder ein Stück vorwärts kommen. Bleiben Sie optimistisch. Vielen Dank.